Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 10: Dass ihr endlich schweigen wollet, das würde Weisheit für euch sein. Hiob, Kapitel 13, Vers 5. Aus der Finsternis am Ende des Ganges konnte Eliphas gedämpfte Stimmen hören. Hatte er etwa den Weg zurück in die bewohnten Regionen des Himmels gefunden? Oder war er durch Zufall auf die andere Komteure gestoßen, die sich bei dem letzten Becher Reiswein köstlich amüsierten und sich ausmalten, wie er hilflos über die verlassenen Gänge irrte. Sollten es tatsächlich seine Waffenbrüder sein, die sich allem Anschein nach direkt hinter der Tür dort unterhielten, so musste er unbedingt herausfinden, worüber sie sprachen. Er konnte sich ihre verdutzten Gesichter gut vorstellen, wenn er am nächsten Morgen nicht nur rechtzeitig zum Appell erschien, sondern sie auch noch auf das ein oder andere Detail ihrer weinseligen Unterhaltung ansprechen konnte. Doch auch wenn es nicht die Komteure waren, musste er herausfinden, wer sich dort unterhielt. Vielleicht gab ihm das endlich einen Hinweis darauf, wo er sich befand. Der Kerzenschein von jenseits der Tür ließ ihre Kontur in der Schwärze des Ganges als scharf umrissenes, golden schimmerndes Rechteck erscheinen. Vorsichtig trat Eliphas an die schmale Holztür heran und tastete im Dunkeln nach der Klinke. Als er sie gefunden hatte, blieb er für einen Moment reglos stehen und lauschte. Er konnte noch immer nicht verstehen, was gesagt wurde, aber jetzt erschien es ihm, als würde auf der anderen Seite der Tür eine hitzige Diskussion geführt oder gar ein Streit ausgetragen. Auch wenn er es ihnen gegönnt hätte, konnte er sich nicht vorstellen, dass die Komteure im Suff übereinander hergefallen waren. Eliphas stutzte. Erst jetzt ging ihm auf, wie grundlegend sich seine Einstellung gegenüber seinen Kameraden gewandelt hatte. Nichts schien mehr von seinen früheren Bewunderungen über zu sein. Im Moment fühlte er sich von den anderen Komteuren nur verhöhnt und verraten. Er rieb sich mit dem Handrücken über die Stirn und wandte sich wieder zu der Türklinke. Unendlich langsam und vorsichtig drückte er sie herunter und zog sachte an der Tür. Sie war unverschlossen. Durch den nunmehr einen Spalt breit geöffneten Durchlass waren die Stimmen deutlicher zu vernehmen. Dennoch klangen sie seltsam verzerrt. Die Sprecher mussten sich in einem riesigen Saal befinden. Eliphas war sich wegen des Halls nicht sicher, ob ihm die Stimmen bekannt vorkamen, aber die anderen Komteure schienen es jedenfalls nicht zu sein. »Er hat uns mehrfach beleidigt und er weiß jetzt, wer wir sind. Wir sollten ihn nicht einfach hier herausspazieren lassen.« Diese Stimme klang jung und wild. Nach einer jungen Frau vielleicht oder einem Engel. »Und außerdem stellt er nicht nur unsere Sache in Frage, sondern die gesamte angelitische Kirche. Wir sollten ihn festnehmen und der Inquisition übergeben.« Das war zweifellos ein älterer Mann. Eliphas glaubte, die Stimme eines Magisters zu erkennen. »Warum glaubt nur immer gleich jeder, ich wollte die ganze Kirche vernichten? Nach allem, was passiert ist, kann ich einfach nicht anders, als einige Dinge in Frage zu stellen. Ich denke, es ist an der Zeit.« Das war Hiob. »Niemand hier interessiert sich dafür, was du denkst, Ketzer«, zischte die Frau oder der Engel. Eliphas ließ sich im Korridor mit dem Rücken gegen die Wand sinken. »Was tat dieser flügellose Engel hier?« Die Antwort lag natürlich auf der Hand. Er war auf der Suche nach dem anderen Ragoliten und dem Liber Ragoletorium. Und vielleicht auch nach ihm.
Sollte es ein eigenes Schicksal doch enger mit dem von Hiob verknüpft sein, als er ursprünglich gedacht hatte? Überrascht stellte Eliphas fest, dass er sich freute, seinen ehemaligen Gefangenen wiederzusehen. Vielleicht sollte ich ja doch mit ihm nach Prag ziehen und nach diesem Ordensbuch suchen, überlegte er, als er plötzlich durch ein lautes Krachen aus seinen Gedanken gerissen wurde. Im Saal hinter der Tür musste etwas sehr Großes umgestürzt sein. Anscheinend hatte Hiob seinen Gesprächspartner so weit provoziert, dass es drinnen zu Handgreiflichkeiten kam. Im Bruchteil einer Sekunde traf Eliphas eine Entscheidung. Jede Schwäche war von ihm abgefallen, als er die Tür des Dienstbotenganges weit aufstieß und einen großen Satz auf einen Tisch des Refektoriums sprang und erstarrte. Im schwachen Kerzenschein konnte er tatsächlich Hiob erkennen, der wütend von seinem Platz an einem der langen Tische aufgesprungen war und dabei die lange Holzbank hinter sich umgeworfen hatte. Um den Raguelliten herum drängten sich etwa 30 aufgebrachte Engel und Templer, die jetzt verständnislos zu ihm hinüberblickten. Im Saal war es vollkommen still. Eliphas sah an sich herunter und wusste auch ohne diesen Blick, dass er halbnackt, wie er war, nur eine blutverschmierte Decke gehüllt, eine besonders beeindruckende Erscheinung abgab. Dennoch räusperte er sich, um das Schweigen zu brechen. Ich bin Eliphas von Bern, Komteur der Angelitischen Kirche, und der Raguelit steht unter meinem Schutz. Seine Stimme hallte von den Wänden des großen Saales wider, und Eliphas musste unwillkürlich an seinen Vater denken. Das war die Art, wie er gesprochen hatte, und nichts anderes hätte er von seinem einzigen Sohn erwartet. Auch wenn Eliphas dieses Verhalten immer abgestoßen hatte, es gab Momente, in denen man mit einer gewissen selbstverständlichen Autorität am weitesten kam. »Ich kenne dich, Schweizer!« knurrte ein alter Templer und schob sich nach vorne. Eliphas kannte den Mann ebenfalls. Alle Templer in Nürnberg kannten Magister Moab. Er war ein großer Mann, mit wettergegerbtem Gesicht und langem, dünnen Haar, das schon immer grau und mittlerweile auch schütter gewesen war. Moab musste die Tätowierung eines Komteurs bereits getragen haben, als Eliphas noch in der Wiege gelegen hatte. Er hatte sich vor Eliphas aufgebaut und rieb sich mit der linken Hand über den Stummel seines rechten Arms. Eine Geste, die die Elekti, die bei ihm in der Ausbildung gewesen waren, zu fürchten gelehrt hatten. Eliphas fand jetzt die Gelegenheit, die Versammlung genauer zu betrachten. Ausnahmslos alle im Saal versammelten, waren in irgendeiner Weise verstümmelt oder entstellt. Moab war bei weitem nicht der Einzige hier mit einem fehlenden Körperteil. »Aber woher kennst du den Raguelliten?« fuhr der Magister fort, während er ihn keinen Moment aus den Augen ließ. »Er war einmal ein mein Gefangener«, antwortete Eliphas herausfordernd. »Doch er wurde rehabilitiert und ist jetzt auf einer heiligen Mission.« Das war zwar eine sehr freie Interpretation der Ereignisse, aber er hoffte, dass keiner der hier Anwesenden genug über die Sache wusste, um eine Frage zu stellen. Hiob selbst hatte bislang vollkommen reglos dagestanden und mit den anderen zu ihm hinübergestarrt. Doch als er jetzt seine Überraschung überwunden hatte und zu Eliphas herübergehen wollte, packte ihn eine sehnige Gabrielitin von hinten an der Schulter. Eliphas erkannte ihre schneidende Stimme sofort. Es war jene junge Frau, die er schon vom Gang aus gehört hatte. »Er war also einmal ein Gefangener der Kirche, Schweizer. Vielleicht war es ein Fehler, ihn zu rehabilitieren. Seine Reden nach zu urteilen, ist er wohl eher auf einer ketzerischen Mission und nicht auf einer heiligen.« »Na, großartig«, dachte Eliphas im Stillen. Hiob hat sich mal wieder um Kopf und Kragen geredet. Äußerlich ungerührt sprang er vom Tisch, auf dem er noch immer stand, und trat an Moab vorbei auf den flügellosen Engel zu. »Du weißt, dass ich dir nicht traue, Raguelit«, sagte er und blickte Hiob scharf an.
Doch ich habe einen Eid geleistet und eine Aufgabe zu erfüllen, fügte er an die übrigen Versammelten gewandt hinzu. Und was man sonst auch von diesem Raguiliten halten mag, es ist eine heilige Mission, das große Buch seines Ordens wiederzufinden und es in den Schoß der angelitischen Kirche zurückzubringen. Die Gabrielitin war es nicht gewohnt, dass ein Mensch ihr widersprach und ihr junges Gesicht, das selbst die drei langen Narben nicht wirklich entstellen konnte, verzog sich zu einer wütenden Grimasse. Ehe sie jedoch ihrem Zorn Luft machte, wurde sie von einem anderen Engel sanft zurückgedrängt. Der Gabrielit, der Eliphas jetzt musterte, war klein und sein Kopf war vollkommen von rotglänzendem Narbengewebe überzogen. »Ich bin Tahumiel«, sagte er ruhig. Seine heisere Stimme ließ Eliphas unwillkürlich erschauern. »Ich bin der Sprecher dieser Gruppe und ich möchte einen Vorschlag machen. Du sagst, dieser Engel habe eine heilige Mission zu erfüllen und es sei deine Aufgabe, ihn dabei zu beschützen. Nun, ich habe keinen Grund, dir zu misstrauen, Eliphas von Bern. Dennoch kann ich nicht ignorieren, was wir alle gehört haben. Dieser Raguelit hat ganz eindeutig ketzerische Gedanken geäußert. Ich denke, wir sollten zusammen den Prior aufsuchen und ihm den Fall unterbreiten. Er wird wissen, was zu tun ist. Tahumils lippenloser Mund verzog sich zu einem hässlichen Lächeln, das ihm fast ein reptilisches Aussehen gab. Der Gabrielit spielte ein geschicktes Spiel. Eliphas konnte sich nicht weigern, auf den Vorschlag einzugehen, ohne offenkundig seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wenn er sich fügte und mit dem Gabrieliten und Hiob zum Prior ging, würde er vielleicht mit einer Rüge durch den Kustoden des Himmels davonkommen. Aber Hiob würde wieder vor einem Tribunal gestellt werden. »Das finde ich reichlich umständlich für alle Beteiligten«, erwiderte er, während er Hiob genau musterte, um herauszufinden, ob dieser die Gefährlichkeit ihrer Lage begriffen hatte. »Ich werde diesen Raguiliten jetzt zurück in sein Quartier geleiten. Euch steht es natürlich frei, morgen früh beim Prior vorzusprechen und ihm den Fall zu schildern. Dann soll er entscheiden, was weiter zu geschehen hat.« Mit diesen Worten ließ sich Eliphas betont lässig auf der Kante des Tisches hinter ihm nieder. Innerlich war er vollkommen angespannt. Er konnte das schmale Rechteck des Dienstbotenausgangs in seinem Rücken fast körperlich spüren. Wenn er doch nur einen Hinweis darauf gehabt hätte, was Hiob empfand. Aber der flügellose Engel zeigte keine Regung. »Ich will dich nicht beleidigen, Komteur, aber ich muss darauf bestehen, dass wir den Prior augenblicklich gemeinsam aufsuchen. Es geht um äußerst empfindliche Angelegenheiten. Ist dieser gefallene Engel ein Ketzer oder ist er ein Heiliger? Wie die Entscheidung auch ausfällt, die Folgen sind weitreichend. Nein, ich kann in dieser Sache keinen Aufschub dulden.« Das beunruhigende, wissende, bösartige Lächeln auf Tahumiels Gesicht war noch breiter geworden. Er allein stand jetzt zwischen Hiob und dem Komteur. Die anderen Anwesenden waren während ihrer Auseinandersetzung unwillkürlich zurückgewichen. Eliphas Gedanken rasten. Wie sollte Hiob klar machen, dass sie fliehen mussten? Welche Chance hatten sie, dieser Übermacht zu entkommen? Im nächsten Moment überschlugen sich die Ereignisse. Hiob, der bisher träge und teilnahmslos gewirkt hatte, erwachte plötzlich zum Leben und sprang Tahumiel mit einem geschmeidigen Satz in den Rücken. Von dem plötzlichen Angriff vollkommen überrascht, ging der Gabrielit mit der Brandnarben mit einem keuchenden Röcheln in die Knie und kippte vornüber. Federn stoben. Und im nächsten Moment stand Hiob im nächsten Moment neben Eliphas auf dem Tisch und hielt ihn am Arm. Geistesgegenwärtig ergriff Eliphas die Hand des Raguiliten und ließ sich von ihm auf den langen Tisch hinaufziehen.
»Schnell durch die Tür«, rief er und hechtete vom Tisch weiter in die Richtung des Dienstbotenausgangs. Im selben Augenblick erhob sich hinter ihnen ein vielstimmiger Schrei. Für einen kurzen Moment waren die versammelten Engel und Templer von der Unverfrorenheit Hiobs Angriff so überrascht gewesen, dass sie nur wie angewurzelt stehen geblieben waren. Doch kaum, dass Tahumil wieder auf die Beine gekommen war, hatten sie ihre Überraschung überwunden und stürzten hinter den beiden Flüchtigen her wie ein Rudel hungriger Wölfe. Doch Hiob und Eliphas hatten den kleinen Gang schon erreicht, als Tahumil über den Tisch sprang und mit einem letzten triumphierenden Blick warf der Kompteur die Tür zu und hob den Riegel vor. »Der Riegel wird sie nur einen kurzen Moment aufhalten«, keuchte er, als er hinter Hiob durch den schmalen Gang lief. »Aber die Enge des Ganges wird uns zumindest die Verfolgung durch die Engel ersparen. Ihre Flügel sind zu groß.« Nach einigen Biegungen mündete der Gang in einen großen Raum. In der Finsternis konnte Hiob nicht erkennen, was sich in dem Raum befand, aber seine Größe war deutlich zu spüren. »Eine Küche«, flüsterte Eliphas in sein Ohr, nachdem er hinter ihm aus dem Gang getreten war. »Wir müssen weiter.« »Warte einen Augenblick.« Hiob hielt dem Kompteur am Arm zurück. Er hatte sich in den vergangenen Wochen oft gefragt, wie es wohl sein würde, Eliphas wiederzutreffen. So hatte er es sich nicht vorgestellt. »Was ist?« Eliphas hielt inne und wandte sich ihm zu. Trotz der Dunkelheit bemerkte Hiob, wie der Kompteur sich über die frisch tätowierte Schulter strich. »Es geht mir gut«, sagte Eliphas, der Hiobs Blick aufgefangen hatte. »Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde dir alles erklären, sobald wir in Sicherheit sind.« »Was ist mit den anderen Raguliten und mit dem Buch?« »Ich bin auch froh, dich wiederzusehen, Engel«, antwortete Eliphas mit einem Anflug von verärgertem Spott. »Aber wir haben jetzt wirklich keine Zeit für Rührseligkeiten.« Wie um seine Worte zu unterstreichen, erklang aus dem Gang ein fernes Krachen, gefolgt von Schritten, die schnell näher kamen. »Da sind sie. Schnell, hier lang.« Eliphas zog Hiob in einem weiteren kleinen Gang, in dem eine schmale Treppe nach oben und unten führte. »Rauf da, aber leise.« Schweigend tastete Hiob hinter dem Kompteur die steile Treppe hinauf. Hinter sich konnte er deutlich hören, wie die Verfolger die Küche erreichten und leise fluchend nach ihnen suchten. Nachdem sie an drei Kreuzungen in unterschiedliche Richtungen abgebogen waren und eine weitere Treppe hinauf sowie eine wieder hinabgestiegen waren, schien Eliphas überzeugt zu sein, dass sie ihre Verfolger abgehängt hatten. Er verlangsamte sein Tempo und wandte sich flüsternd an Hiob. »Wie bist du denn mit diesen Gestalten aneinander geraten?« »Sie haben mich eingeladen. Nun ja, eigentlich haben sie mich heimlich in ihre geheime Versammlung geholt. Sie nennen sich Passagianten und verherrlichen die Verwundung im Kampf.« »Ich verstehe. Und als sie dich sahen, haben sie gedacht, du könntest ihnen als glühendes Beispiel für ihre Sache dienen«, spottete Eliphas. »So ähnlich. Aber eigentlich sind sie auch nichts weiter als ein paar besonders fanatische Jünger der angelitischen Kirche. Schade, dass du das etwas zu spät bemerkt hast.« »Traust du mir tatsächlich nicht?« Eliphas schüttelte stumm den Kopf. »Was ist los mit dir?«, fragte Hiob. »Wieso streifst du nachts halbnackt durch den Himmel und woher stammt die Tätowierung?« Eliphas ging ein paar Schritte schweigend weiter, dann seufzte er tief. »Ich glaube, ich bin der Letzte, der über dich urteilen sollte, Hiob.« Hiob wartete, dass Eliphas ihm genauer erklärte, was er meinte. Doch der Kompteur schritt nur schweigend vor ihm durch die Dunkelheit. Da Hiob nicht so recht wusste, was er auf Eliphas seltsame Bemerkung antworten sollte, schwieg er auch und gab sich wieder seinen Gedanken hin. Wie würde es jetzt weitergehen? Er hoffte, dass Eliphas Hinweise oder eine Spur hatte, die sie zu dem anderen Raguliten und zum Ordensbuch führen würden, und dass sie sich wieder zusammen auf die Reise begeben konnten. Er hatte den Impuls, den Kompteur nach dem Stand seiner Nachforschungen zu fragen, unterdrückte die Frage aber im letzten Moment. Wahrscheinlich hatte Eliphas recht, und diese Dinge konnten warten, bis sie in Sicherheit waren.
Nach einiger Zeit erreichten sie wieder eine schmale Holztür, die Eliphas vorsichtig öffnete, nachdem er einige Augenblicke an ihr gelauscht hatte. Hinter dieser Tür befand sich ein weiterer Gang. Diesmal allerdings keiner der schmalen Dienstbotengänge, sondern ein schwach beleuchteter Botengang von etwa 3 Metern Breite. »Ich weiß zwar nicht genau, wo wir sind«, sagte Eliphas leise und trat auf den Flur hinaus, »aber wir werden es auch nie herausfinden, wenn wir nur wie die Ratten durchs Gemäuer kriechen. Wir müssen irgendwie zu meinem Quartier zurückfinden und dann sehen, dass wir den Himmel so schnell wie irgend möglich verlassen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wer deine Freunde nun eigentlich waren, aber sie scheinen mir einflussreicher zu sein, als wir es im Augenblick gebrauchen können. Es wird ihnen sicher gelingen, uns ziemlich schnell in massive Schwierigkeiten zu bringen. Bist du allein hier?« Hiob schüttelte bedauernd den Kopf. »Nein, Anne ist ebenfalls hier im Himmel. Sie haben sie irgendwo im Trakt der Beginen untergebracht. Mehr weiß ich leider nicht.« »Auch das noch.« Eliphas biss sich auf die Unterlippe. Hiob sah, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. »Gut, dann machen wir es eben anders. Wir müssen meine Rotte finden. Die Leute sind mir treu ergeben und die meisten kennen dich und Anne. Sie müssen uns helfen, sie zu finden und den Himmel noch vor dem Morgengrauen zu verlassen. Hast du eine Vorstellung davon, wo wir uns befinden?« Hiob zuckte die Achseln und sah dem Kompteur hilflos an. Er war sich noch nicht einmal sicher, ob er vom Versammlungsort der Passagianten den Weg zurück in sein Quartier gefunden hätte. Aber nach ihrer Flucht durch die verzweigten Tunnel der Dienstbotengänge hatte er jede Orientierung verloren. »Dann müssen wir versuchen, so schnell wie möglich die Herzleitungen des Himmels zu finden. Beeil dich, wir haben nicht sehr viel Zeit.« Eliphas verfiel in einen leichten Trab und schon nach 3 Kreuzungen liefen sie durch einen gewaltigen Gang, der schließlich auf eine kreisrunde Galerie mündete. Die Galerie öffnete sich auf einen Schacht von knapp 20 Metern Durchmesser. Wie zuvor in den Gängen war auch hier weit und breit niemand zu sehen. Mehrere Treppenhäuser wandten sich von der Galerie an der Innenseite des Schachtes nach oben und nach unten. Und jenseits der Brüstung waren im schwachen Schein der Gaslaternen 2 große Plattformen zu erkennen, die an Flaschenzüge mitten im Schacht hingen. »Es muss noch mitten in der Nacht sein«, flüsterte Eliphas Hiob erleichtert zu. »Sonst wäre es viel heller hier. Das Tageslicht wird über den Spiegel in diesen Schacht geleitet.« Hiob nickte. »In Mont Sauvage gibt es ein ähnliches Beleuchtungssystem.« »Wir sind in dem Bereich des Himmels, der den Engeln vorbehalten ist«, stellte Eliphas fest, nachdem er eingehend einige Zeichen betrachtet hatte, die neben einer der Treppen in die Wand gemeißelt waren. »In einem der unteren Stockwerke, um genau zu sein. Wenn nicht so viele von ihnen in Frankreich wären, hätten wir bestimmt schon welche gesehen.« »Wie weit müssen wir hinunter, um deine Rotte zu finden?«, fragte Hiob und trat an Eliphas vorbei auf die Treppe. Doch dieser hielt ihn fest und schüttelte den Kopf. »Das sind bestimmt 20 bis 30 Stockwerke. Außerdem will ich nicht riskieren, auf den Treppen irgendwelchen Armatura in die Arme zu laufen, die heute Nacht auf deiner Versammlung waren.« Er wies auf die nächste Plattform, die im Schacht hing. »Wir nehmen den Aufzug.« Eine flache Rampe führte neben der Plattform auf die Brüstung der Galerie. Von dort waren die Holzplanken des Lastenaufzugs nur einen Schritt entfernt. Doch Hiob merkte, wie Eliphas einen Moment zögerte, bevor er mit einer schnellen Bewegung auf die Plattform trat. Ihm selbst machte die Höhe nichts aus. Doch Eliphas musste dieser Schritt große Überwindung gekostet haben. Hiob lächelte. Vielleicht war es so wie bei ihm mit dem Reiten. Es tat ihm leid, dass der Kompteur wohl nie erfahren würde, wie es war zu fliegen, und er bedauerte mit einem Anflug von Wehmut, dass auch ihm nur die Erinnerung daran blieb. »Halt dich gut fest«, wies Eliphas ihn an und löste die Sicherung der Seilwinde, nachdem er sich vergewissert hatte, dass Hiob seiner Anweisung Folge geleistet hatte. Im nächsten Moment bewegten sie sich erst langsam, dann immer schneller in die Tiefe. Hiob musste bestürzt feststellen, dass auch er den Kitzel des freien Falls ohne Flügel nicht mehr so sorglos genießen konnte. Doch kurz bevor er wirklich anfing, sich Sorgen zu machen,
begann Eliphas vorsichtig zu bremsen und verlangsamte die Abwärtsfahrt der Plattform wieder, bis sie erneut auf Höhe einer Galerie anhielten. Dies wiederholte der Kompteur in immer kürzeren Abständen noch dreimal, bis er schließlich das richtige Stockwerk gefunden hatte. »Von hier aus müssen wir wieder zwei Stockwerke hinauf«, erklärte er Hiob, als er die Sicherung der Winde wieder einrasten ließ. »Aber das machen wir auf einem Schleichweg.« Der Schleichweg war eine schmale Treppe, die abseits des zentralen Schachts einige Stockwerke miteinander verband. Die Gänge in dieser Gegend des Himmels waren allesamt enger und niedriger und es roch deutlicher nach Staub als in den höheren Regionen. Aber auch wenn sie hier hinter mehreren Türen leise Stimmen vernehmen konnten, gelangten sie unbehelligt zum Quartier von Eliphas Rotte. Die Beutereiter waren mindestens genauso überrascht, dass ihr Kompteur nicht mit mehr als einer Hose am Leib, die Decke hatte er bei der Fahrt mit dem Aufzug verloren, bei ihnen auftauchte, wie das Hiob auf einmal vor ihnen stand. Aber nachdem Eliphas ihnen in eiligen Worten die Situation erklärt hatte, waren sie sofort bereit zu helfen. »Die Rotte ist jederzeit marschbereit«, meldete Franchetta, die neue Rottmeisterin. »Wir erwarten deine Befehle, Kompteur.« »Hiob und ich brauchen etwas zum Anziehen von euch. Dann werden wir den Himmel verlassen und in den Ställen am Osttor die Pferde bereit machen. Eure wichtigste Aufgabe ist es, Soror Anne im Beginentrakt zu finden und sie sicher und möglichst unbemerkt zu den Ställen zu bringen. Schick außerdem jemanden meine Ausrüstung holen, aber nur unter äußerster Vorsicht. Es könnte sein, dass mein Zimmer bereits bewacht wird. Meine Lanze befindet sich auch noch in meinem Quartier«, warf Hiob mit einem fragenden Blick zu Eliphas ein. »Also gut, dann soll auch da jemand hineingehen und versuchen, Hiob Sachen zu holen. Aber auch dort gilt, lasst euch bloß nicht erwischen. Im Notfall musst du eben ohne deine Waffe auskommen, Hiob. Das Wichtigste ist, dass wir hier alle so schnell wie möglich wegkommen.« Franchetta hatte die Rotte ausgezeichnet im Griff. Innerhalb weniger Minuten waren alle abmarschbereit und Eliphas und Hiob waren in einer Verkleidung kaum von den anderen Beutereitern zu unterscheiden. Nach einer knappen Verabschiedung teilte die Rottmeisterin ihre Leute ein und Eliphas und Hiob machten sich wieder allein auf den Weg zu den Ställen am Fuße des Himmels der Gabrieliten. Kurz nach Sonnenaufgang hatte die Rotte die Stadttore von Nürnberg bereits hinter sich gelassen. Es war den Beutereitern gelungen, mit der etwas überraschten Anne und der gesamten Ausrüstung einschließlich Hiobs Lanze den Stall zu erreichen, noch bevor Eliphas begonnen hatte, unruhig zu werden. Als sie dann losgeritten waren, hatte niemand versucht, sie aufzuhalten, weder am Tor des Himmels noch am Stadttor. Nachdem sie schließlich auch den breiten Ring aus Hütten und Zelten, der die Stadt in alle Richtungen umschloss, hinter sich gelassen hatten und die freie Landstraße erreichten, ließ Eliphas sie zum ersten Mal anhalten. Er wendete sein Pferd und schlug die schwarze Kapuze seines Umhangs zurück. Dann musterte er seine Beutereiter einen nach dem anderen, lange und gründlich. »Hört mir zu, Leute. Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, dies ist keine unserer üblichen Missionen. Wir werden nicht den Zehnten eintreiben. Und wir haben auch sonst keinen Auftrag von der Kirche, den wir zu erfüllen haben. Ich habe mich entschieden, diesem Engel zu helfen. Denn ich denke, dass seine Sache eine gute und eine wichtige ist. Ich danke euch, dass ihr uns bis hierher geholfen habt und treu meine Befehle befolgt habt. Aber ich kann euch nicht zwingen, meine Entscheidung weiterhin mitzutragen. Wenn ihr ein paar Tage verstreichen lasst und dann in den Himmel zurückkehrt, wird man euch sicher einer anderen Rotte zuweisen und ihr könnt alles, was ihr hier erlebt habt, vergessen. Ich kann es niemandem verdenken, wenn er das tun will. Aber wer sich, wie ich, für die Sache dieses Engels hier entscheidet, der kann sich uns gerne anschließen. Wir werden jede Hilfe gebrauchen können.« Hiob war von Eliphas Worten so gerührt, dass er kaum bemerkte, wie die Rottmeisterin Franchetta in Erneuerung ihres Treueeides vor dem Kompteur niederkniete. Auch als sie sich unter dem Jubel der gesamten Rotte wieder erhob, saß er wie gelähmt auf seinem Pferd.
Spätestens seit den Ereignissen in Norwegen hatte er Eliphas für seinen Freund gehalten, doch er hatte nicht erwartet, dass er sich so vorbehaltlos auf seine Seite stellen würde. Erst als der Kompteur sein Pferd wendete und an seine Seite ritt, erwachte Hiob aus seiner Trance. Glaub ja nicht, du hättest in mir jetzt einen Jünger gefunden, Engel. Ich bin noch lange nicht von allem überzeugt, was du so vertrittst. Aber das Ordensbuch muss sichergestellt werden. Und ich werde dir bei deiner Suche helfen, so gut ich es vermag. Ich danke dir, Eliphas. Der Kompteur nickte. Also dann, auf nach Prag.